Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Sacred 3. Ja, ihr seht jetzt hier, gerade bei Matches gucke ich mal, ob da irgendwas ist, was ich gebrauchen könnte. Ne, so jetzt direkt nicht. Welche Hauptquest kommt denn bei mir? Eisbach-Heiligtum, ich glaube, das war jetzt noch nicht dabei. Vorhin ist Level 12, ich bin 14, das ist Burg von. Vorhin ist Level 14. Immer erstmal die Staubweide. Es gibt Gerüchte, dass der Feind in den Ruinen von Staubweide eingedrungen ist. Er baut eine Art Relielager auf, um Flüchtlinge zu terrorisieren. Schaltet sie aus, die Feinde, nicht die Flüchtlinge. So, besiegt alle Feinde. Habe ich jetzt mit Dota und los gespielt, sonst geht's. würde ich nicht Greift Rechtsklick alles auf an, das das machen, euch angreift. wo er hinlaufen soll. Ich schau gerade mal, vielleicht ist hier hinten auch was. Okay. Ich glaube, ich habe mir da was Falsches aktiviert, weil ich kann nicht mehr rollen. Schauen wir mal, was das ist, ob das viel bringt. Jetzt gleich die Feinde draufkloppen. Merkt vielleicht, ich höre mich ein bisschen anders an, ein bisschen erkältet bin ich, aber ich habe auch ein anderes Mikro. Doof, wenn man nicht mehr gewohnt ist, dass man. Das ist doch kacke, wenn man nicht weg. Hört nie auf. Wenn man. Oh, das ist doch schwul, ey, wenn man nicht wegrollen kann. Ey, das muss ich erstmal umstellen. Das ist ja sowas von. Sowas von Homo. Kacke, Scheiße, was auch immer. Dies macht keinen Spaß. Definitiv nicht. Ja, bestätigen. Fähigkeiten. Was könnte das denn sein? Da, Block ist das. Ausweichen ist. Genau, das ist das mit der Rolle. Level 19, kann ich das wieder leveln? Fließen und go. Bevor ich auf jeden Fall die nächste Hauptquest mache, muss ich dann denken, dass ich wieder einkaufe. Das vergesse ich ja so gerne. So, jetzt hat er es relativ schnell sogar geladen. Mal Item Shop Eingabe. Das heißt, da hätte ich auch noch kaufen können. Bereit? Die werden es uns nicht leicht machen. Ey. Was ist denn das schon wieder? Doch eben angepasst. Habe ich da vernicht? Ah ja. Ich hätte F4 drücken müssen. Ich bin so blöd manchmal. Jetzt habe ich es ausgerichtet. Ausgerüstet. So, jetzt kann es losgehen. Okay, man kann auch nicht unendlich lange. Ah, ich rolle mich da. Wenn's sein lange muss. Da. Was will der denn schon, wenn es sein muss? Das ist ein Mongo. Okay. Ich hab natürlich direkt wieder geheilt. Erstmal Q gedrückt. So viel Dota gespielt, wie gesagt, ey. Weiter geht's. Die Blitze machen schon hart Damage. Das war blöd. So, die Stunde ist auch schon zurück. Aber es ist noch nicht vorbei. Aber bleibt es ist noch konzentriert. Nicht vorbei. Ja, hier hinten geht es anscheinend lang.
Und roll doch in die richtige Richtung. Geht's berghoch. Ja. 93 Damage, das ist schon geil. So, der wird exekutiert. Habe Zeit, dass ich das ein bisschen noch verbessern kann. Das ist schon mal ein Punkt. 1:0 für den Widerstand. Ja, das war schon hier die Nebenquest. Du hast es verstanden. Fette Schatztruhe. Gucken wir, wie viel Gold sind wir. 300. 145. Immerhin. Ja. War keine Truhe. Ich dachte schon gerade, ich hätte noch eine Truhe gesehen. Auftrag abgeschlossen. Habe ich jetzt noch irgendwas bekommen? Ja, wissen wir ja alles. Auftrag erledigt. 721 Gold. Das ist immer nice. Hab dann wohl doch nichts gekriegt. So, erstmal jetzt hier auffüllen. So. Hauptquest. Level 14 sind wir. Auswählen. Vielleicht joint ja wieder jemand. Das ist eigentlich ganz cool, weil es dann noch ein bisschen easy ist. Gerade die Hauptquest, ich meine, die Nebenquest, die sind sowas von easy. Auch wenn ich da schon bei einem Helden mal gestorben bin, bei so einem Elite-Soldaten. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Rett die Seraphim. Was ist mit dem Alarm? Wir haben einen Drachen gesehen, der unseren Haferbrei frisst. Beim Schmiedehammer meines Bruders. Zane hat uns gefunden. Seine Armee wartet an der Basis des Eisbach-Heiligtums. Schwester, du siehst gar nicht gut aus. Sie ist weg. Meine Tochter ist weg. Du glaubst doch nicht, dass Arya dort hinuntergegangen ist. Ich würde es tun. Was hat sie sich gedacht? Zane wird sie bestimmt gefangen nehmen. Keine Sorge, Arya kommt ganz nach ihrer Mutter und Zane ist dumm, sich dort zu zeigen, wo wir am stärksten sind. Auf der Höhe ihrer Macht schicken sie ein kleines Lamm, um den Wolf zu begrüßen. Ha! Eher ein Wiesel! Seraphim, angreifen! Erschlag den Tyrannen! Die Lämmer halten sich für Schakal. Das kleine Lamm ist geflohen, kann sich aber nicht ewig verstecken. Eine Armee ist hinter ihr her. Götter, das wird ein Massaker. Ich suche nach Arya, aber ihr müsst Zane und seine Armee abwehren. Sonst sind wir verloren. Okay, das wird schon nice, aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo Arya ist, aber wir können uns damit nicht beschäftigen, während Zanes Truppen angreifen. Ja? Konzentriert euch auf diesen wandelnden Gletscher. Ja, jetzt werde ich bestimmt ganz nah. Boah, da kann man runtergetanzt. Kommt der aus dem Boden raus. Der kann schon geil los. Das ist schon geil. Ja. Kann der fliegen? Oha, er macht eine Damage mit dieser Eis-Attack. Oh Mann, natürlich werde ich nicht dran. Ich glaube, ich muss direkt gleich schon einen Drang nehmen. Sei hier sind irgendwo Kills. Oh, da kommt er aus der Erde. Ja. Ja. Boah. Ich steck in die Erde rein. Boah, wieder voll gefressen.
richtig schlecht. Moment, ich spüre etwas. Der war schon hart. Ja, Zane greift die Westmauer an. Schafft ihr es dorthin? Das war richtig hart. Wie geht's denn weiter? Ja. Oh, dicke Statue. Ich denke, ich soll wohl eine dieser Türen für euch öffnen. Oh, jetzt falsche ist Tür. Hier, Tilari. Probiert die hier. Tut mir leid, Arya hat keine Anleitung zurückgelassen, wie das hier funktioniert. Ich hoffe, meine Seraphim können sie finden. Fürchte dich nicht, Schwester. Ihr ist sicher nichts passiert. Mit der kleinen Kiste gehe ich hier voll rein. Ich oh, geil. Bin frei. Vampire. Wir Party. Hast du Blut? Geiler Scheiß. Das gefällt mir. Warte mal. Weiter geht's. 77 davon, wie viel ist hier drin? Mal gucken. Ah, oh, die habe ich schon aufgemacht. Okay, weiter geht's. Also zurück. So. Heilen. Ja, komm. Jetzt habe ich da wenigstens auch wieder alles voll. So, hier unten stehen auch nochmal welche. Die hebe ich mir auf. Passt auf! Zanes Eismonster schleudern Zaubersprüche. Aber wir brauchen euch immer noch an der Westmauer. Oha. Okay, ich glaube, wir nehmen auch Damage durch die Zaubersprüche. Damit sieht's aus. Hier oben mal. Zaubersprüche. Meine Seraphim haben Arya gesehen. Sie ist da draußen, alleine, und versucht den Schrein zu erreichen. Aber sie sind nicht zu ihr durchgekommen. Okay. Jo, der trifft mich natürlich. So, Punkt. Checkpoint. Nein. Zanes Soldaten haben die Westmauer überrannt. Wenn ihr euch durch die feindlichen Linien kämpft, haben wir noch eine Chance, die Mauer zurückzuerobern. Ja, Truppen in der Stadt. Dann werden wir die Schlacht verlieren und den Krieg verlieren und dann schmelzen sie mich als Schrott. Auch der Penner. So, damit nicht der Weg frei. Du hast es verstanden. Ich hab alles fast voll und es geht weiter. Das macht ihr großartig. Die Bresche in der Mauer ist gleich da vorne. Okay. Okay. Wenn ich es schaffe, ein Kraftfeld einzurichten, sichere ich die Mauer. Ich habe das noch nie gemacht. Könnt ihr sie etwas beschäftigen, während ich es probiere? Ja, ja. Das hört nie auf.
So. Ich hätte jetzt auch um so viel Damage, wie ich einfach schon mache. Und weiter geht's. Verflucht! So, das Kraftfeld hat sich an der Ostmauer aufgebaut, anstatt an der Westmauer. Haltet durch, während ich das korrigiere. Alter, was macht die aber auch mit Damage, wenn ich die so... Das lohnt sich schon wieder. Schneider. So, der Brecher, die Aufnahme. Bei Aria hat alles so einfach ausgesehen. Moment, es gibt noch etwas, das ich versuchen könnte. Ja, versuch's doch. So, hier Bombenwerfer hier. Vielleicht Granatwerfer an der Faust oder alte Faust. Da hinten kommt schon die nächste. Ja, das ist jetzt auch um. Wo kommt denn hier nirgendwo Heilung? So. Es steht. Ebenso viel. Es steht. Die Westmauer ist sicher. Ja, ich sehe es. Nice. So langsam habe ich den Bogen raus. Ja. Ein kleiner Heilung. Triumph und die Schafe halten sich selbst für Wölfe. Bei da. Den Göttern. Während ich an dem Kraftfeld herumgebastelt habe, sind Zanes Truppen durch das Haupttor eingedrungen. Worauf wartet ihr noch? Los, los! Oh, ich habe nicht volles Leben, aber ich glaube, hier ist auch wieder schon. Da ist das Tor. Oh, mein Kopf. Das müssen dunkle Kugeln sein, mit denen es offen gehalten wird. Zerstört diese Kugeln, sonst kann ich das Tor nicht schließen. Da eben heilen. Oh, ist das schwul. Ja. Lol, die kleinen Viecher fliegen weg, wenn ich die Rolle mache. So. Das Tor ist geschlossen und die Kopfschmerzen sind weg. Ihr habt es geschafft. Jetzt können keine Truppen mehr in die Stadt einziehen. Ich hoffe nur, dass Aria es zum Schrein geschafft hat. Bitte, geht dorthin und schaut nach ihr. Muss man ein kleiner Schrei heißen. Hier fliegt. So, kann ich mich irgendwo heilen? Da reicht noch Gold. Eine goldene Bitte. So. And it goes on. Bitte? Kannst du mich hören? Ich bin auf dem Schrein, aber ich glaube, ich bin nicht alleine. Die kleine Fliege ist mir direkt ins Netz geschwirrt. Oh oh. Bleib mir fern. Aria, Baby, bei allem, was recht und gut ist, geh zum Schrein. Bitte findet sie. Und ich werde wieder getroffen.
Wo ist der Schrein? Was tun? Retten Sie die kleine Fliege, ist der Schrein in die. Retten Sie den Schrein, frisst die Spinne die Fliege. Was werden Sie tun? Er ist. Der Schrein verbindet uns mit ihm. Wir haben keine andere Wahl, als ihn zu verteidigen und zu beten, dass die Götter im Gegenzug Arya beschützen. Die Götter haben uns geschaffen, um zu kämpfen. Und ich werde demonstrieren, dass sie dabei gute Arbeit geleistet haben. Ist doch scheiße, das Ding. Aber er ist schon längst tot, liegt da. Warte mal, was da bei mir. Boah, war schon lang die Exekution, also. Du machst da keinen Damage mehr drauf. Nett! Wir sterben, Mann. Tot. Oh, was das Ding denn antreibt? Mach ich dann immer noch die Aufladung mit Tech. Ist doch klar, ist das Tech. Du schießt. Alter. Die haben so eine große Reichweite. Idioten, die das Ding angreifen. Warum ist das die letzte Welle? Ah, ja. Ihr habt die Männer dieses Bastards vernichtet. Jetzt geht und holt meine Tochter. Ich zähle auf euch. Ja. Ich werde sie finden, Schwester. Aber ich habe das Gefühl, dass sie uns noch überraschen wird. Oh, da warten sie schon wieder. Voll damit drauf. Nein. Haben Sie die Brücke eingezogen? Nein. Benutzt dieses Energieschloss, um sie aufzufangen. Ah. Wir hören hier nicht auf. Dieser kleine Krabbler wird eine leckere Mahlzeit. Wie wird der Widerstand fliegen ohne ihre Flügel? Er will ihre Kräfte verzehren. Götter, bitte, beeilt euch! Oha. Das war ein bisschen blöd von mir. Das war richtig blöd. Bitte, konzentriert euch auf das Energieschloss. Ja, Mann, mach ich doch. Ah, da hinten liegt noch eine dicke Kugel. Jawohl. Dieser kleine Krabbler hat einen starken Panzer. Das Eis der Jahrhunderte sollte ihn aufbrechen. Bleib stark, Schwester. Es wird in der Minute vorüber sein, in der ich da bin. Ja, wär ich eben dann, ne? So, ne, wieder fast alles voll. Jetzt gucken wir mal, was weitergeht. Boah, geile Brücke, sieht fett aus. So, kommt jetzt ein Endgegner. Zaynes Elite wird versuchen, euch aufzuhalten. Das dürft ihr aber nicht zulassen. Habt ihr verstanden? Die kleinen Ameisen irren umher, bevor der Stiefel sie trifft.
der Wächter, der macht also auch Damage. Sehr cool. Da ist was freigeschaltet worden. Und weiter geht's. Ein Weg oder so etwas in der Art. Gegenwind. Alle fliegen. Das gibt eine Narbe. Da ist noch einer, der noch kassieren will. So, volles Leben fast. Ausreichend auf jeden Fall erstmal. So, ging es hier unten noch irgendwo lang? Nee, also an hier lang. Mutter, es ist so kalt. Nee, keine Chance. Arya, halt durch! Bleib stark! Du bist aus stärkerem Holz geschnitzt als er, Schwester. Ich kenne deine Mutter. Warum rennen alle rein? Und weiter geht's. Das war mal übelstes Massaker. Aber die schön auf so eine Lane angerannt kommen. Ja, Endgegner. Ich habe noch 2 Schutzhüter und ich glaube noch einen Drang. Benutze den Verteidigungsmove ausweichen, um den Angriffen einer Feinde zu entgehen. Die Ameisen haben also den Weg in die Mitte des Netzes gefunden. So, jetzt haben wir auch wieder alles voll. Jetzt wird geladen, Endgegner. So, gucken, was jetzt kommt. Oha, ist er das selbst jetzt? Nee, hier so ein Eisentyp. Best mit einem Schuss Limette. Traurig finden die Ameisen ihre kleine Fliege erfrorenen Netz vor. Auf ihn. Aber nicht. Sie werden sich nicht zugesaugt. Oh shit. Arya! Komm sofort zurück, Feigling! Ich schwöre, ich werde Zane eigenhändig umbringen. Oh, aber das ja. Ihr müsst zuerst dieses Ding erledigen und sie befreien. Wenn es nicht schon zu spät ist. Den Göttern sei Dank. Ich spüre ihr Herzschlag. Diese Kreatur hat in einen Eiskäfig gesperrt. Schmächtig. Ich will nur diese Attack abbringen, weil sie ist mächtig. Oha. Bin ich ausgewichen? Ich glaube schon. Ja, kommen hier die üblichen Sachen noch dazu. Oh, falsches. Taucht hier runter. Wo ist er? Da kommt er hoch. So, halb Leben drin. Wir sind hier. Hörst du mich? Wir sind hier. Ah, da bin ich auf jeden Fall ausgewichen. Boah, die Dinger, die da noch rauskommen. Meine Fresse, sind gut. Da hinten noch was zum Heilen. Ich muss mittlerweile auch weg. Boah. Ich könnte. So, Episode. Sehr nice. Natürlich haut er ab. Ich könnte gleich einen Drang nutzen, eventuell. So. Sie wird wieder stärker. Ich kann es spüren. Nee, ich bin so gern jetzt schon. Einfach so, er hat fast nichts mehr. Boah.
Und der Attack aufgekocht, aber die war jetzt gar nicht so stark. So. Jetzt kommt der letzte Attack von mir. Der Sieg. Jetzt aber. Zitadellenwächter, der wird auf Level 3. Ihr habt es geschafft. Ich weiß nicht, wieso am Ende vom Level immer so fette Ihr Kugeln. Ihr habt meine Tochter gerettet. Das kann ich niemals wieder gut machen. Ja, ich hab's gerettet. Schöne, geile meine Errungenschaft freigeschaltet. Sophias Blut. Ja. So, gucken, was wir jetzt alles kriegen. Was das Schwert jetzt kann. Welches habe ich denn eigentlich? Ich habe ein anderes, ne? Und Level up. Vampirin erweckt, stimmt. Die war ja auch noch da. Gucken wir erstmal nach den Dunkelelf, den habe ich aktiviert. Die Vampirin habe ich bekommen. Angriffe auf Gegner, die man werfen kann oder größere Feinde geben dem Helden 0,5% seiner maximalen Gesundheit. Also heilen ist ja schon gut. Das war jetzt mehr Damage. Ich bleib bei dem. Ja. So, Kampfkünste. Kettenblitz. Was macht das? Tödliche Reichweite. Erhöht den Kettenblitz um 15% Reichweite. Ne, um 15% den Schaden und um 2 die Reichweite. Wir haben es doch, wird freigeschaltet. Aber es soll mir nicht ausrüsten. Die habe ich aktiviert, die kann ich sogar verbessern. Die Zeit zwischen den Blitzschlägen wird um 30% verkürzt. So muss das sein. So, jetzt habe ich noch Ausrüstung. Zitadellenwächter Level 3. Ja, meiner ist da deutlich besser. Drittes Auge. Die Klinge führt ihren Träger, sodass er immer dort trifft, wo es am meisten schmerzt. Die Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern wird um 100% erhöht. Die Götter zerstören, doch sie erschaffen auch. Der Schaden wird um 20% erhöht, alle Angriffe. Außerdem besteht eine Wahrscheinlichkeit von 2%, dass eine kleine Gesundheitskugel fallen lassen wird. Machen wir lieber mit Crit Damage. Hauen da richtig rein, auch wenn ich immer so am Verrecken bin. Wäre jetzt heilen eigentlich alles besser, aber so, jetzt schauen wir noch, gucken, wie es weitergeht. Hier sind noch zwei kleine Quests, die werde ich als nächstes machen. Dann die hier mit Level 15, ich bin schon Level 16. So, es lehrt sich doch hier gut. Dann bedanke ich mich noch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal dann.